Herzlich willkommen zu Markmobil Mittelpunkt. In dieser neu geschaffenen Sendereihe wollen wir in unregelmäßigen Abständen Geschichten oder Personen in den Mittelpunkt stellen, die für das ansonsten auf diesem Kanal ausgestrahlte Unterhaltungsformat entweder zu groß oder zu ernst sind. Das inzwischen doch recht beliebte Markmobil-Format bleibt natürlich in gewohnter Weise bestehen. Herzlich willkommen also zu Markmobil Mittelpunkt. In dieser ersten Ausgabe soll es um eine Geschichte gehen, die ein erschreckendes Ausmaß hat. Sie kommt aus Georgien. Wenn man in Tiflis nach dem Namen Luger Center googelt, dann wird man zu dieser Einrichtung geleitet. Sie ist Teil eines Netzwerks von Biolaboren und das, worüber ich euch jetzt gleich berichte, findet nicht in dieser Einrichtung statt, sondern in einem Biolabor wenige Kilometer vor den Toren von Tiflis. Allerdings ist dieses Labor so sehr bewacht, dass wenn ich dort mit meiner Kamera auftauchen würde, man mich wahrscheinlich gleich einkassieren würde. Deswegen mache ich das hier. Die Fakten, die ihr jetzt gleich hören werdet, sind unglaublich. Diese Labore sind von Militärs aus dem Pentagon in Zusammenarbeit mit dem georgischen Präsidenten Saakashvili eingerichtet worden und gleichzeitig hat man ein Abkommen geschlossen. Und zwar darüber, dass hier in Georgien Pathogene entwickelt werden sollen. Das sind Viren und Bakterien, die sich gegen den Menschen richten. Außerdem hat man Stillschweigen über diese Aktion vereinbart. In den letzten Jahren mehren sich hier in Georgien Epidemien unter den Menschen mit exotischen Krankheiten, wo der Erreger völlig unbekannt ist. Und man vermutet, dass diese Epidemien in Zusammenhang mit diesen Laboren stehen. Das ist Georgien heute. Bislang hat man nur vermuten können, was in diesen Laboren vor sich geht. Doch jetzt sind Dokumente aufgetaucht. Vor wenigen Tagen hat der ehemalige georgische Sicherheitsminister Igor Georgadze in Moskau diese Geheimdokumente veröffentlicht, die alle schlimmsten Erwartungen noch übertreffen. In Russland, Georgien und allen anderen GUS-Staaten ist das Luger Center in Tiflis innerhalb weniger Tage unter dem Namen Labor des Todes zu trauriger Berühmtheit gelangt. Der staatliche russische Auslandssender Russia Today hat ein Interview mit dem georgischen Ex-Minister ausgestrahlt. Erst vor wenigen Tagen, wortwörtlich, haben mir Freunde, Landsleute in Georgien, Dokumente gebracht, deren vorläufige Durchsicht ernsthaft Grund für die Annahme liefert, dass dort möglicherweise wirklich Experimente an der Bevölkerung Georgiens durchgeführt werden. Die Bevölkerung eines ganzen Landes als Versuchskaninchen zur Entwicklung biologischer Waffen durch das Pentagon. Die geleakten Dokumente belegen einen Skandal von noch nie dagewesenen internationalen Dimensionen. Das Pentagon hat inzwischen reagiert. Pentagon-Sprecher Eric Pahorn ist in dieser Woche mit den Worten zitiert worden: Die Vorwürfe sind absurd. Absurd mag sein, aber dass sie falsch sind, hat der Pentagon-Sprecher nicht gesagt. Das Luger Center ist benannt nach dem ehemaligen amerikanischen Senator Richard Dick Luger und wurde 2011 eingeweiht. Dieses Foto von der Einweihung zeigt in der Mitte den georgischen Präsidenten Michail Saakashvili, der im Verdacht steht, von den Amerikanern gezielt ins Präsidentenamt befördert worden zu sein. Wir wollen uns aber mal den Herrn rechts neben Saakashvili ein wenig genauer ansehen. Das ist Mr. Thomas Weber. Seinerzeit der stellvertretende US-Verteidigungsminister, also der zweite Mann hinter Donald Rumsfeld und später dann im Pentagon unter anderem zuständig für die Ebola-Seuche in Afrika. Heute ist Mr. Weber ein Mitarbeiter der Firma Metabiota, die im Luger Center an Milzbrandbazillen experimentiert. Die Grafik, die wir hier sehen, birgt einen echten Krimi in sich. Auf der schwarzen Kurve kann man die Zahl der Milzbrandimpfungen in Georgien ablesen. Milzbrandimpfungen bei Tieren wohlgemerkt. Und die Balken zeigen die Zahl der Menschen, die in Georgien an Milzbrand erkrankt sind. Bis 2004 liegt Georgien da voll im Durchschnitt. Mal sind ein paar Menschen mehr erkrankt, mal ein paar weniger.
Die Zahl der Impfungen ist leicht steigend, aber alles im normalen Rahmen. Im Jahr 2004 ist dann Michail Saakaschwili durch die von den Amis finanzierte Rosenrevolution zum Präsidenten von Georgien geworden. Und direkt darauf ist die Zahl der Milzbrandimpfungen um 120% angestiegen. 2007 hat die Regierung Saakaschwili dann einen sofortigen Impfstopp für 7 Jahre erlassen. Die Impfungen sind fast auf null zurückgefahren worden. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis sich der Milzbrand in Georgien ausbreiten konnte. Sowas geht nicht von heute auf morgen, braucht ein bisschen Inkubationszeit. Und ab 2011 ist die Zahl der erkrankten Menschen regelrecht explodiert. Zufällig ist 2011 auch das Luger Center eingeweiht worden. Und als die Milzbrandepidemie 2013 ihren Höchststand erreicht hatte, da hat das Pentagon in Georgien mit seiner Milzbrandforschung begonnen. Aber das Pentagon hat das nicht selbst gemacht, sondern es hat mit der Forschung eine private Firma beauftragt. Und zwar die Firma Metabiota, bei der Mr. Weber arbeitet, der früher als Vizeverteidigungsminister im Pentagon saß. Noch während seiner Zeit im Pentagon hat er dafür gesorgt, dass 23,9 Millionen Dollar auf das Konto von Metabiota überwiesen worden sind. Die US-Regierung muss alle Auszahlungen im Internet veröffentlichen. Dort kann man das nachvollziehen. Und danach ist Mr. Weber aus dem Pentagon ausgeschieden und dem Geld hinterher zur Firma Metabiota gewechselt. Man könnte jetzt anhand der Daten und Belege mutmaßen, dass die Amerikaner in Georgien gezielt eine Milzbrandepidemie herbeigeführt haben, um dann an den erkrankten Menschen experimentieren zu können und nebenbei noch eine Menge Geld abzuzweigen. Aber ihr habt ja gehört, was Pentagon-Sprecher Eric Pahon gesagt hat. Die Vorwürfe sind absurd. Das Biotech-Labor Luger Center in Tiflis. Im Volksmund trägt es den Beinamen Laboratori Smerti, das Labor des Todes. Erschaffen wurde das Labor nicht als eine medizinische Einrichtung. Der angekündigte Zweck war, negative Konsequenzen für die Bevölkerung Georgiens bei eventuell möglichen bakteriologischen Angriffen zu vermindern. Durch die geleakten Dokumente lässt sich jetzt belegen, womit im Luger Center in Tiflis experimentiert wird. Es sind alles Bakterien und Viren, die zur Entwicklung von Biowaffen geeignet sind. Pest, Hasenpest, Milzbrand, Brucellen, Hepatitis C, Hunter, EHEC und das Krim-Kongo-Fieber. Die Krankheitserreger, die hier auf der Grafik noch so schön bunt aussehen, machen den Georgiern im Alltag seit Jahren schwer zu schaffen. Immer wieder gibt es Epidemien und zufällig genau mit den Krankheiten, an denen im Luger Center experimentiert wird. Zum Beispiel gibt es eine unnatürliche Häufung des Krim-Kongo-Fiebers. Es wäre unprofessionell, jetzt eine Verbindung zwischen der Epidemie und dem Labor herzustellen, weil das nicht belegt werden kann. Deswegen sind hier auf der Karte die Ausbrüche des Krim-Kongo-Fiebers in Georgien und die Lage des Labors eingezeichnet. So könnt ihr eure eigenen Schlüsse ziehen. Im streng bewachten Luger Center gibt es abgeschottete Laborbereiche, zu denen nur amerikanische Staatsbürger Zutritt haben. Neben Metabiota ist dort auch die amerikanische Firma Gilead zugange. Sie führt Experimente mit Hepatitis C durch. Dafür hat Gilead extra einen Vertrag mit der georgischen Regierung abgeschlossen, der vom Premierminister und vom Gesundheitsminister unterzeichnet worden ist. In diesem Vertrag bietet die Firma Gilead an, Gratismedizin an arme Menschen abzugeben,
kann aber gleichzeitig für keinerlei Schäden haftbar gemacht werden, die bei ihren Experimenten im Luga Center entstehen. Egal, ob diese vorhersehbar waren oder nicht. So steht es im Vertrag. Habt ihr verstanden, was das bedeutet? Ein Beispiel. Man nimmt eine hochgiftige Substanz und gibt die einem Patienten. Dann ist vorhersehbar, dass dieser Patient in Kürze sterben wird. Und die Firma kann dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. Dieser Vertrag ist ein Freibrief zum beliebigen Töten von Menschen, unterzeichnet von den höchsten Politikern Georgiens. Und genau dieses Sterben ist auch passiert. Es sind hier 340 Menschenversuche gemacht worden. Ich rede aber nicht vom Zweiten Weltkrieg und nicht von den 70er Jahren, sondern von den letzten 2 Jahren. 340 Menschenversuche. Hier gab es Versuchsreihen, in denen 24 Menschen pro Tag gestorben sind. Und dabei hatten die Menschen, an denen die Versuche im Luga Center durchgeführt worden sind, offenbar noch nicht einmal die Möglichkeit, aus diesen Experimenten auszusteigen. In allen internationalen Papieren, die die Erprobung neuer Medikamente an Menschen erlauben und regeln, gibt es eine Klausel. Der Patient kann jederzeit aus dem Experiment aussteigen. Er kann sagen, ich will nicht mehr weiter mit mir experimentieren lassen. Und selbst wenn die Ärzte warnen, wir dürfen jetzt nicht unterbrechen, das kann für sie tödlich enden, hat er dennoch das Recht zu sagen, ich will nicht mehr. Und aus den Dokumenten ist ersichtlich, dass die Meinung mancher Patienten, die diese Behandlung mitgemacht haben, nicht berücksichtigt wurde. An dieser Stelle sei nochmals an die Worte des Pentagon-Sprechers Eric Pahon erinnert. Er hat gesagt, die Vorwürfe seien absurd. Diese Absurdität lässt sich besonders gut veranschaulichen, wenn man nachschaut, wem die Firma Gilead gehört. Hauptanteilseigner ist der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, der früher auch im Aufsichtsrat von Gilead saß. Hier sehen wir ihn, wie er gerade dem US-Präsidenten George W. Bush die Hand schüttelt. Das Präparat, mit dem die Rumsfeld-Firma Gilead die Menschen in Georgien behandelt hat, heißt Sovaldi. Das Präparat hat eigentlich eine gute Heilungsquote. 90% der Menschen, die mit Sovaldi gegen Hepatitis C behandelt worden sind, waren hinterher gesund. Deswegen ist die hohe Zahl der Toten im Luga Center erst recht unerklärlich und auch die Angabe ihrer Todesursache. Bei allen steht die Todesursache auf unbekannt. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat gegen die Firma Gilead geklagt. Allerdings nicht wegen medizinischer Belange, sondern wegen der Kosten für das Arzneimittel. Sovaldi wird nahezu weltweit angeboten und in anderen Ländern kostet eine Behandlung mit Sovaldi ungefähr 52 Euro. Durch trickreich gestaltete Patente hat sich Gilead in Europa allerdings eine Monopolstellung gesichert. Kein anderer darf dieses Medikament in Europa anbieten. Und diese Monopolstellung nutzt die Rumsfeld-Firma schamlos aus. Die gleiche Behandlung, die in anderen Ländern ab 52 Euro kostet, soll in Europa pro Patient 43.000 Euro kosten. Andere Quellen sprechen sogar von bis zu 60.000 Euro. Wenn man berücksichtigt, dass es in Europa 15 Millionen infizierte Hepatitis C-Patienten gibt und die, wegen der Patente, keine Chance auf ein anderes Medikament haben, dann erwarten die Rumsfeld-Firma Gilead Einnahmen von 645 Milliarden Euro. Damit ihr mal einen Vergleich habt, für 645 Milliarden Euro könnte man sich Microsoft, General Electric, Google, Cisco Systems und Apple auf einmal kaufen. Oder die gesamte Republik Österreich.
So viel Geld soll dieses eine einzige Medikament aus Europa abziehen. Und diese exorbitanten Einnahmen versucht Gilead auch mit aller Gewalt durchzusetzen. In Ländern, wo das Sovaldi-Präparat billig zu haben ist, zwingt Gilead die Patienten in einen Knebelvertrag, sodass der Import von Billigpräparaten aus dem Ausland nach Europa unmöglich wird. Die Ausgabe des Medikamentes erfolgt nur gegen Abgabe der persönlichen Daten wie Identität, Nationalität und Wohnort. Der Patient muss eine Vereinbarung unterschreiben und seine Daten werden auf jeder Packung in einem QR-Code gespeichert. Eine neue Packung gibt es nur gegen Rückgabe der alten. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen protestiert auch hier gegen die Machenschaften der Rumsfeld-Firma. So etwas wie dieses Gilead-Programm ist uns noch nie begegnet, sagt Manika Balasegaram, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen. Ein Unternehmen kann nach diesen Plänen die Patientenvertraulichkeit verletzen und potenziell das Behandlungsergebnis beeinflussen, um seine Gewinne zu schützen. Was ich mich in diesem Moment frage, ist das noch Kapitalismus oder ist das schon ein Verbrechen gegen die Menschheit? Wohlgemerkt, wir sprechen hier von Menschen, die nichts dafür können, dass sie mit Hepatitis C infiziert sind. Und treffen kann es jeden von uns, denn gegen Hepatitis C gibt es keine vorbeugende Schutzimpfung. Michael Saakaschwili, der damals als georgischer Präsident das Lugar Center in Tiflis eröffnet hat, wird heute in Georgien per Haftbefehl gesucht. Nach einem kurzen Zwischenstopp in den USA ist er mittlerweile in der Ukraine aufgetaucht und macht dort ebenfalls Politik. In der Ukraine sind Biotech-Labore des Pentagon im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und in der Nähe der östlichen Pentagon-Labore hat es in den letzten Jahren eine Hepatitis-Epidemie mit Hunderten Erkrankten gegeben. Allerdings handelt es sich hierbei nur um Hepatitis A. Zurück zum Lugar Center, dem Labor des Todes in Tiflis. Dort wird nicht nur mit todbringenden Bakterien und Viren experimentiert, sondern auch mit deren potenziellen Überbringern. Seit November 2016 gibt es im Pentagon ein Programm mit dem Namen Insect Allies. Die USA haben Insekten zu ihren Verbündeten erklärt. In einer Ausschreibung der US-Regierung heißt es: Das Programm Verbündete Insekten wird eine Plattformtechnologie entwickeln, um verbesserte Ernteergebnisse in nur einer einzigen Anbauphase zu ermöglichen, wobei Trägerinsekten modifizierte Viren zu den Zielpflanzen bringen. Allerdings passt hier etwas nicht zusammen, denn im Lugar Center wird laut der geleakten Dokumente an Zecken, Sandmücken, Baumwanzen und asiatischen Tigermücken experimentiert. Und die sind, außer der Baumwanze, alles Blutsauger und damit Insekten, die Menschen und Säugetiere mit Viren und Bakterien infizieren können, nicht aber Pflanzen. Und offenbar sind die Blutsauger in Georgien auch schon zu Testzwecken freigelassen worden. Die Labore im Lugar Center arbeiten unter dem Biosicherheitsstandard BSL-2 bzw. BSL-3. Das heißt, es gibt dort nicht einmal für Kleinstlebewesen wie Bakterien und Viren ein Entkommen. Und trotzdem berichten die Einwohner von Tiflis seit November 2017 von Sandmücken, die aus der Kanalisation in ihre Bäder kommen und sie beißen, während sie nackt im Bad stehen.
Normalerweise kommt die Sandmücke auf den Philippinen vor, nicht aber in Georgien. Ihre Bisse sind sehr schmerzhaft und verursachen starke Rötungen auf der Haut. Die Sandmücke überträgt gefährliche Krankheiten wie die Leishmaniose und verschiedene Fieberarten. Und in den geleakten Dokumenten ist nachzulesen, dass das Pentagon an den Speicheldrüsen der kleinen Insekten forscht. Obwohl die Sandmücke nur ein paar hundert Meter weit fliegen kann, ist sie auch in der 100 Kilometer entfernten russischen Teilrepublik Dagestan festgestellt worden. Und zwar im gleichen Monat, in dem sie auch in Tiflis zum ersten Mal gesichtet wurde. Das Auftauchen der Sandmücke in Dagestan könnte mit diesem US-Patent in Zusammenhang stehen, das bis vor kurzem noch öffentlich zugänglich auf der Internetseite des Lugar Centers verlinkt gewesen ist. Ein Patent für eine Drohne zur Verbreitung kontaminierter Insekten über feindlichem Territorium. In den Anmerkungen stand, dieses Fluggerät sei bestimmt für die Ausbreitung kontaminierter Insekten über Gebieten, die der Feind besetzt hält, um gegen diesen tödliche Schläge mit kleinstem Aufwand führen zu können. Möglicherweise hängen nicht nur die in Tiflis und Dagestan aufgetauchten Sandmücken mit dem Lugar Center zusammen, sondern auch dieses weiße Pulver. Die Anwohner der russischen Teilrepublik Tschetschenien, die direkt an Georgien grenzt, wollen zum wiederholten Mal Drohnen am Himmel beobachtet haben, die ein weißes Pulver über ihrem Land versprühen. So, jetzt haben die Spuche. So, Mann. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Die Regierung der von Georgien abtrünnigen Republik Südossetien hat sich im September 2017 besorgt über die steigende Rate von Ausbrüchen von gefährlichen Pandemien geäußert. Und aus der abtrünnigen Republik Abchasien wird im gleichen Jahr unter anderem eine Epidemie des Zika-Virus gemeldet, die ebenfalls im Zusammenhang mit dem Labor des Todes in Tiflis stehen könnte. Das Zika-Virus wird von asiatischen Tigermücken übertragen und ist normalerweise in tropischen Regionen verbreitet. Von denen ist Georgien allerdings sowohl geografisch als auch klimatisch weit entfernt. Seit der Eröffnung des Lugar Center in Tiflis erlebt Georgien zudem eine wahre Schwemme von Baumwanzen. Diese Insekten sind Teil eines 10-Millionen-Dollar-Programms des Pentagon. Sie sind offenbar genetisch verändert und können sich in 6 statt der üblichen 3 Generationen pro Jahr fortpflanzen. Gedacht sind diese Baumwanzen offenbar als verbündete Insekten, die genetisch veränderte Viren auf Pflanzen übertragen sollen. Offensichtlich dient ganz Georgien den Amerikanern hierbei als Testgelände. Hunderte Bauern berichten von einer wahren Baumwanzenplage, die es vor Eröffnung des Lugar Centers noch nicht gegeben hat. Ob Viren, Bakterien oder verbündete Insekten, sie alle fallen unter die Biowaffenkonvention, die 1972 von fast allen Staaten der Erde unterzeichnet worden ist, auch von den Amerikanern. Im Artikel 1 der Biowaffenkonvention heißt es: Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens verpflichtet sich, solche Biowaffen, die sind dann hier alle aufgeführt, niemals und unter keinen Umständen zu entwickeln, herzustellen, zu lagern oder in anderer Weise zu erwerben oder zu behalten. Und jetzt steht die Frage im Raum: Wie passt das mit dieser Ausschreibung zusammen? Im Juli 2017 hat die US-Regierung einen Auftrag veröffentlicht, in dem sie Gewebe und DNA-Proben von russischen Menschen kaukasischer Herkunft sucht. Dass es sich dabei ausschließlich um Gewebeproben von russischen Menschen handeln darf,
wurde in der Ausschreibung auch gleich klargestellt. Frage 2. Würden Sie Proben aus der Ukraine akzeptieren? Antwort 2. Nein. Alle Proben, Gelenkgewebe und DNA, müssen in Russland gesammelt werden und kaukasisch sein. Die Regierung wird keine Gewebeproben aus der Ukraine akzeptieren, heißt es in der Ausschreibung. Gleichzeitig ist in der amerikanischen Gendatenbank NCBI nachzulesen, dass das Pentagon an Pesterregern forschen lässt, die ebenfalls aus der russischen Kaukasusregion stammen. In Verbindung mit dieser Forschung taucht immer wieder ein Name auf, Dr. Mikeljon Nikolic. Nikolic ist ein Wissenschaftler, der für das Pentagon arbeitet und dessen Name auch in einem der geleakten Dokumente aus dem Lugar Center in Georgien auftaucht. Dort wird auf höchster Ebene vereinbart, dass neben Milzbrand und Brucellen auch an den Erregern der Pest experimentiert werden soll. Es besteht also der begründete Verdacht, dass im Lugar Center in Tiflis an Pesterregern geforscht wird, die gezielt einzelne Menschenrassen vernichten sollen. Und das hat so eine gewaltige Dimension, dass es selbst die ethnischen Säuberungen von Adolf Hitler und Josef Stalin in den Schatten stellt. Der russische Politologe Sergei Sudakov wird mit den Worten zitiert: Vor etwa 2 Jahren wurde in den USA gezielt mit der Einrichtung der Labore begonnen, wo Experimente erfolgen, für die ausschließlich Menschen der slawischen Rasse erforderlich sind. Nun meinen die Amerikaner, dass sie genetisch veränderte Viren schaffen können, die nur eine Rasse treffen. An dieser Stelle sei nochmals an die Worte des Pentagon-Sprechers Eric Pahon erinnert. Er hat gesagt, die Vorwürfe sind absurd. The U.S. Embassy in Tbilisi is involved in the trafficking of human blood and pathogens as diplomatic cargo for a secret military program. Когда вызвали, у них пена с рта шла, один кричал, help me, help me. Кричал все, а потом, когда умер, скорую увезли и все это скрыли. Все. Das Labor des Todes in Tiflis ist in allen GUS-Staaten und zahlreichen weiteren Ländern der Welt durch das gewaltige Presseecho zum Stadtgespräch geworden. Die Nachrichtenagentur TASS hat 5 große Geschichten darüber gebracht. Die Nachrichtenagentur RIA Novosti hat 7 Artikel über das Labor veröffentlicht. Der Sputnik hat mit 5 Meldungen berichtet. Russia Today hat die Geschichte in verschiedenen Sprachen veröffentlicht und auch ein Video-Interview dazu ins Netz gestellt. Im ersten Kanal des russischen Fernsehens lief das Labor des Todes als Top-Thema in den Hauptnachrichten. Außerdem gab es Reportagen und Talkshows darüber. Bei Rossiya Adin war es ebenfalls Nachrichten-Top-Thema. TV Svesta hat ausführlich berichtet, genauso wie das russische NTV. Es gab in den letzten Tagen Presseberichte in Ungarn, der Slowakei, in Vietnam, Bulgarien, Serbien, in der Türkei, in Spanien, in Schweden, in Griechenland, in Indien, in Armenien. Jetzt ist ja schon gar kein Platz mehr auf der Grafik. Alle haben über das Labor des Todes in Tiflis berichtet. Nur bei uns in der Westpresse kein einziges Wort. Einfach schweigen. Dabei haben wir in Moskau jede Menge deutsche, österreichische und Schweizer Journalisten sitzen, die wir mit unseren Gebühren für genau diese Berichterstattung bezahlen. Denn wenn sich jemand anschickt, mit Pesterregern ein Viertel der Menschheit auszurotten oder ganz Georgien zum Testgelände für Epidemien erklärt, dann ist das etwas, was auch uns mittelbar betrifft. Und es ist kein Thema, das man einfach weglassen kann. Oder seht ihr das anders? Jedenfalls hat Jeffrey Silverman als erster Alarm geschlagen, dass an diesem Labor nicht alles in Ordnung sei und dass dessen Betrieb nicht ganz legal ist, vielmehr vollkommen illegal.
Er ist ehemaliger US-Bürger, hat später die georgische Staatsbürgerschaft angenommen und war Berater des Präsidenten Saakaschwili. Nachdem er Alarm geschlagen hatte, wurde Jeffrey Silverman von Unbekannten nachts in ein Auto gezerrt und stundenlang verhört. Und hinterher sah er so aus. Auch der Journalist Ragnar Skre aus Norwegen hat am Luger Center recherchiert und ihn haben in der Nacht 5 Männer mit einem Gewehr besucht, ihn zusammengeschlagen und seine Fotoausrüstung mitgenommen. Nachdem die bulgarische Journalistin Diljana Gajtantsjeva am Luger Center recherchiert hatte, ist sie nachts in ihrer Tiflisser Mietwohnung im Schlafzimmer eingeschlossen worden, sodass sie sich von der Feuerwehr aus ihrer Notlage befreien lassen musste. Die Recherchearbeiten zu diesem Film waren sehr aufwendig. Alles, was hier gesagt wurde, ist durch Belege gesichert. Hier findet ihr die Links zu den Originaldokumenten aus dem Luger Center und auch einen Link zum vollständigen Interview mit Igor Georgadze. Außerdem ist vor wenigen Tagen ein Dokumentarfilm über das Labor des Todes erschienen. Auch er ist verlinkt. So könnt ihr selbst nachschauen und euch euer eigenes Bild darüber machen. Bitte unterstützt das Markmobil mit einer Spende, denn wir sind werbefrei und nur eure Spenden machen solche Arbeiten wie diese überhaupt erst möglich. Und bitte teilt diesen Film mit euren Freunden und Bekannten, denn das Wissen um derartige Biowaffen dürfte auch für andere von großem Interesse sein. Das war der Markmobil-Mittelpunkt zum Labor des Todes in Tiflis. Die nächste reguläre Markmobil-Folge gibt's in wenigen Tagen, an der produziere ich gerade. Bis dann. Tschüss aus Georgien.